Sollten Roboter Rechte haben? Ist in unserer Rechtsordnung Platz für die Anerkennung einer elektronischen Person, einer sogenannten E-Person oder E-Person? Diese Frage stelle ich an den Anfang der Vorlesung aus mehreren Gründen. Zum einen folge ich damit einer alten Tradition. Die Einteilung des bürgerlichen Rechts in mehrere große Blöcke, von denen der erste das Personenrecht ist, sozusagen die Frage, wer im juristischen Drama mitspielen darf, ist seit dem römischen Juristen Gaius üblich. Sie findet sich zum Beispiel auch im französischen Code Civil. Zum anderen wollte ich diesen liebenswerten Roboter schon lange noch einmal zum Einsatz bringen. Sie sehen, der ist auch ausgesprochen hilfsbereit und nützlich. Kaffee. Vielen Dank. Und drittens glaube ich, dass die Frage, sollten Roboter, autonome Systeme als Personen anerkannt werden, sich gut als Einstieg eignet, weil sie eine Gefahr und eine Neigung der Juristen illustriert, die auch in anderen Bereichen des IT-Rechts zu spüren ist. Die Neigung, die Phänomene des IT-Rechts, der modernen Technik, vorschnell analog zu Phänomenen der bisherigen analogen Welt zu behandeln. Also eben beispielsweise Systeme, die man nicht versteht, die einem eine Antwort geben, mit denen man kommunizieren kann, als Personen zu behandeln, obwohl sie nur Maschinen sind. Auf derselben Ebene liegt es, wenn Software wie eine Sache behandelt wird, obwohl sie sicherlich nicht ein körperlicher Gegenstand ist. Die Diskussion um die Schaffung einer E-Person oder die Anerkennung von Robotern und ähnlichen Systemen als Personen ist im Wesentlichen ins Rollen gekommen für eine breitere juristische Öffentlichkeit durch eine Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2017, in dem genau das gefordert wurde. Das Europäische Parlament hat damals die Kommission im Rahmen einer Stellungnahme zur Robotik und deren zivilrechtlichen Folgen aufgefordert, wörtlich langfristig einen speziellen rechtlichen Status für Roboter zu schaffen, damit zumindest für die ausgeklügelsten autonomen Roboter ein Status als elektronische Person festgelegt werden könnte, die für den Ausgleich sämtlicher von ihr verursachten Schäden verantwortlich wäre, sowie möglicherweise die Anwendung einer elektronischen Persönlichkeit auf Fälle, in denen Roboter eigenständige Entscheidungen treffen oder anderweitig auf unabhängige Weise mit Dritten interagieren. Das ist vielleicht auch durch die Übersetzung ein bisschen schwer fassbar, aber im Kern ist klar, die Forderung ist die, dass bestimmte, besonders ausgeklügelte Roboter und sogenannte autonome Systeme als Personen anerkannt werden sollen. Hintergrund dieser Forderung sind vor allem die rasanten Fortschritte der sogenannten künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren. Was ist künstliche Intelligenz? Da fangen die Probleme schon an, denn eine anerkannte Definition davon gibt es nicht. In gewisser Weise sind alle Formen der EDV künstliche Intelligenz, sie ersetzen menschliches Denken. Bei der künstlichen Intelligenz geht es aber in besonderer Weise um Systeme, die ähnlich wie Menschen denken und entscheiden können sollen, die idealerweise für jemanden, der mit einem solchen System in Kontakt kommt, in ihrem Verhalten von Menschen nicht zu unterscheiden wären. Damit in engem Zusammenhang steht der Begriff des autonomen Systems. Darunter versteht man Computersysteme oder auch Maschinen, Roboter und ähnliche Anlagen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz selbstständig, menschenartig, wenn man so will, handeln. Wenn man auch nicht genau definieren kann, wo das anfängt und aufhört, kann man doch sagen, es gibt bestimmte Verfahren, die gemeinhin der künstlichen Intelligenz zugerechnet werden. Und zu den Verfahren, die große Fortschritte gemacht haben seit Anfang des 21. Jahrhunderts, gehört das sogenannte Maschinenlernen und speziell das Verfahren der sogenannten neuronalen Netze. Das ist längst nicht das einzige Verfahren, auch wenn es manchmal in der Literatur so erscheint. Trotzdem wollen wir es mal betrachten als ein wichtiges Beispiel für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Ich habe Ihnen dazu aus dem Internet eine Grafik gesucht und hier eingeblendet. Das Ganze ist von unten nach oben zu lesen, also unten da, wo x1, 2 bis x
P steht, das sind die Eingabedaten und oben Y1, 2 bis Q sind die Ausgabedaten. Und dazwischen liegen die sogenannten Knoten, die Neuronen dieses neuronalen Netzes. Das soll nachgebildet sein dem menschlichen Gehirn. Und die Frage ist nun, was geschieht in diesem neuronalen Netzwerk? Nun, die Input, also die Eingabe unten X, besteht naturgemäß aus Zahlen. Alle Daten lassen sich ja für die Zwecke der Verarbeitung in EDV in Zahlenwerte übertragen. Das könnten beispielsweise bei einem Bilderkennungsprogramm die Bilddaten sein, also Zahlenwerte, die die einzelnen Pixel repräsentieren, die Farbgebung der einzelnen Pixel. Diese Zahlenwerte, das könnten bei einem großen Bild sehr viele sein, von x1 bis xp, unter Umständen mehrere Millionen Bildpunkte, werden also in dieses Netz eingespeist. Und was nun geschieht, ist, sie werden in jedem dieser Knotenpunkte bestimmten mathematischen Operationen unterworfen. Das heißt, jede Eingabe wird zum Beispiel am äußerst rechten Eingabeknoten mit einem sogenannten Gewichtungsfaktor W multipliziert und es wird dann noch ein sogenannter Bias B hinzu addiert. Und das Ergebnis für den Knoten Z ist nun die Summe der Eingabewerte, die jeweils in dieser Weise behandelt sind, von x1 bis xp. Und genauso geht das für die Knoten weiter links. Jeder wird mit einem gewissen Gewicht und einer gewissen mathematischen Veränderung beeinflusst von allen Eingabewerten. Und das, was nun in diesem ersten Knoten errechnet wird, wird wieder an die weiteren Knoten angegeben, wobei auch wieder jede Ausgabe aus der ersten Schicht die Eingabe in alle Knoten der zweiten Schichten beeinflusst, aber in unterschiedlichem Umfang. Da kann man jetzt mehrere solche Schichten hintereinander schalten und am Schluss kommt eine Ausgabe heraus. Das sind hier oben die Y-Werte. Das sind also letztlich die Resultate von mehr oder weniger beliebigen mathematischen Operationen, die an diesen Knoten, den Eingabedaten, angetan wurden. Und die Ausgaben werden nun so gestaltet, dass ihnen eine bestimmte Bedeutung beigemessen wird. Wie viele Ausgaben das sind, ob es nur ein Y gibt oder mehrere, kommt auch wieder darauf an, was man erreichen will. Hier könnte zum Beispiel Y1 bis YQ für die Erkennung verschiedener Gegenstände stehen. Also etwa für die Ziffern von 1 bis 10 in einer Schrift oder für die Erkennung bestimmter Gebäude auf einem Landschaftsbild und dergleichen mehr. Y1 gleich 1 hieße dann zum Beispiel, mit Sicherheit ist hier die Ziffer 1 erkannt oder mit Sicherheit ist hier eine Brücke erkannt auf dem Bild. Und die weiteren Werte Y2 bis Q wären dann unter Umständen 0 oder nahe 0, weil man eben nichts Entsprechendes erkannt hat. Wie soll nun diese mehr oder weniger zufälligen mathematischen Operationen zu einem sinnvollen Ergebnis führen? Nun, man macht das nicht mit einem einzelnen Bild, sondern mit einem ganzen Satz von Bildern, für die man die Lösung schon kennt. Zum Beispiel mit einem ganzen Satz von Bildern, wo von jedem bekannt ist, was drauf ist, wo schon vorher Menschen notiert haben, ob das Bild eine Zahl zeigt, ein bestimmtes Gebäude zeigt und so weiter. Und die mathematischen Operationen, die mit jedem einzelnen Bild durchgeführt werden, werden nun so lange verändert, bis bei möglichst vielen Bildern das richtige Ergebnis herauskommt. Also die Gewichtungs- und Verzerrungswerte W und B sind für alle Bilder gleich. Sie werden in jedem Lerndurchgang verändert, bis man bei möglichst vielen das vorher bekannte richtige Ergebnis hat. Und wenn man das geschafft hat, dass man also ein Set von mathematischen Werten, von mathematischen Manipulationen herausgefunden hat, die für alle Werte im Trainingsdatensatz das richtige Ergebnis erzielen, dann hofft man, dass dasselbe auch für Daten, für die das Ergebnis noch nicht bekannt ist, der Fall ist. Und das funktioniert ganz gut. Das heißt, wenn man eben so ein neuronales Netzwerk beispielsweise trainiert hat, Ziffern zu erkennen, dann kann es auch Ziffern, die es vorher nicht gesehen hat, also Bilder von Ziffern erkennen und richtig zuordnen. So funktioniert das neuronale Netzwerk. Es gibt sicherlich viele Quellen und Videos im Internet, wo Sie das genauer nachlesen können. Ich bin kein Mathematiker, ich glaube aber, wenn Sie diese Erklärung nachvollziehen können, reicht das für unsere Zwecke. Das Besondere an diesen neuronalen Netzwerken ist nun, dass sie recht gut funktionieren, dass sie aber für den Beobachter, und zwar auch für den fachkundigen Beobachter, eine Blackbox sind. Das heißt, man kann zwar sehen, was für Inputwerte hineinkommen und was als Ergebnis herauskommt. Man kann überprüfen, ob das stimmt. Aber man kann im Nachhinein oder überhaupt nicht ohne weiteres feststellen, warum das Netz eine bestimmte Entscheidung getroffen hat.
Also was beispielsweise an einem Bild das neuronale Netz dazu geführt hat, das als Ziffer 1 oder Ziffer 5 zu erkennen oder als Brücke, das kann man nicht erkennen. Man kann nur hinterher feststellen, in den meisten Fällen liegt das Netzwerk richtig, es funktioniert gut oder es funktioniert nicht so gut. Aber warum es funktioniert, kann man nicht sehen. Und das bedeutet auch, man kann das trainieren und dann testen und feststellen, ob es gut funktioniert. Man wird aber nie mit Sicherheit voraussagen können, dass es auch in aller Zukunft gut funktioniert. Das heißt, diese neuronalen Netzwerke verhalten sich, wie man sagt, probabilistisch. Sie liegen wahrscheinlich in sehr vielen Fällen richtig, aber sie sind nicht deterministisch. Es steht nicht fest, dass sie jede denkbare Eingabe richtig verarbeiten. Das ist anders als bei der herkömmlichen Computerprogrammierung. Da können zwar Programmierungsfehler und technische Hardware-Defekte auftreten, aber das Programm als solches, wenn es richtig programmiert ist, funktioniert immer gleich. Das heißt, dieselbe Eingabe erzeugt immer dieselbe Ausgabe. Das sind letztlich einfache Wenn-Dann-Anweisungen. Wenn Folgendes eingegeben wird, gibt Folgendes aus. So funktioniert das maschinelle Lernen und die neuronalen Netzwerke nicht. Und deswegen gibt es eben auch keine Gewähr, dass wenn bei der Herstellung, beim Training alles richtig gemacht wurde, hinterher immer richtige Ergebnisse herauskommen. Es gibt nur gut funktionierende Netzwerke, die mit großer Wahrscheinlichkeit das richtige Ergebnis erzielen. Dadurch unterscheiden sich diese Verfahren von traditionellen Algorithmen. Sie sind streng genommen als solche auch gar keine Algorithmen, sondern eben besondere Verfahren zur Erzielung von Ergebnissen. Dieses nicht ganz vorhersehbare Verhalten, das ist genau das, was nun in gewisser Weise an den Menschen erinnert, was eben nicht ganz berechenbar, nicht ganz festlegbar, nicht ganz steuerbar ist. Und das führt sicherlich zu diesem Eindruck, das sind menschenähnliche, sich selbstständig entscheidende Maschinen. Schauen wir nun nochmal auf die Frage, sollte das allein Anlass genug sein, diese neuronalen Netzwerke oder andere Formen der künstlichen Intelligenz oder die von ihnen gesteuerten Systeme gleich als Personen, als rechtsfähig anzusehen, dann muss man sich erstmal fragen, warum wird jemand überhaupt rechtsfähig? Warum wird jemand Person? Das BGB sagt in § 1, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Darin steckt die Aussage, die Menschen, und zwar alle Menschen, sind rechtsfähig. Die Motive sagen, jeder, der vom Weibe geboren ist, ist rechtsfähig. Also jeder, der von einer menschlichen Mutter auf die Welt gebracht wurde, ist ein Mensch und ist als solcher rechtsfähig. Wir kennen keine Sklaverei, wir kennen keine rechtlosen Menschen. Die sind also alle rechtsfähig und damit im Sinne des BGB Person. Denn das Wort Person bedeutet nichts anderes als rechtsfähig. Daneben kennt das BGB juristische Personen, also beispielsweise Kapitalgesellschaften, denen durch den Gesetzgeber die Rechtsfähigkeit verliehen wird. Aber die Vorstellung des BGB ist ganz klar die, von Natur aus und selbstverständlich rechtsfähig sind Menschen. Man könnte jetzt also fragen, sind vielleicht diese Algorithmen so ausgeklügelt, wie das Europaparlament sagt, so selbstständig, dass man sie den Menschen gleichachten muss? Die Antwort darauf ist klar, nein. Das sind zwar beeindruckende Ergebnisse, die da erzielt werden, aber nichts spricht dafür oder es ist sicherlich nicht so, dass diese Algorithmen fühlen, denken, entscheiden, selbstständig sich Ziele setzen können. Sie können nur eine bestimmte Aufgabe erfüllen und sind, obwohl sie keine Algorithmen im eigentlichen Sinne sind, doch nichts anderes als Vorgänge in einem Computer, elektrische Schaltungen, die in einer bestimmten nachvollziehbaren Weise funktionieren. Es gibt also sicherlich keinen Anlass, diesen Programmen um ihrer selbst willen, weil sie wie Menschen denken und fühlen, die Rechtsfähigkeit zuzuerkennen. Von so etwas träumt die Informatik seit geraumer Zeit, von einer sogenannten starken künstlichen Intelligenz. Wir sind davon aber weit entfernt. Manche behaupten, die wird bald kommen. Solche Behauptungen gibt es aber schon seit 50 Jahren, schon zu Zeiten, als große Computer, die riesige Stellflächen bedeckten, gerade mal die Rechenleistung eines modernen Taschenrechners hatten, gab es solche Behauptungen. Die haben sich nicht erfüllt. Also um ihrer selbst willen wird man sicherlich keinen Computer, keine künstliche Intelligenz, kein autonomes System mit Rechtsfähigkeit ausgestattet sehen. Für alle anderen juristischen Personen gilt letztlich, dass sie wegen bestimmter Rechtsfolgen als juristische Personen angesehen werden, und zwar wegen Rechtsfolgen, die für reale Menschen eintreten. Also beispielsweise der Aktiengesellschaft erkennt man Rechtsfähigkeit zu, damit
die Gesellschafter in bestimmter Weise eine wirtschaftliche Unternehmung gründen können, damit sie davon profitieren können, ihre Haftung beschränken können und ein Unternehmen in gewisser Weise organisiert werden kann. Die Rechtsfähigkeit wird also nicht um der Gesellschaft willen verliehen, sondern um derer, die als Gesellschafter, als Gläubiger, als Geschäftspartner mit diesem Gebilde zu tun haben. Das bedeutet nicht, dass da nicht eine soziale Realität mit einhergeht. Es ist also verkehrt zu denken, die Rechtsfähigkeit von juristischen Personen ist eine reine Fiktion. Aber es ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, aus Gründen der Zweckmäßigkeit, der Gerechtigkeit, ein Gebilde mit Rechtsfähigkeit auszustatten. Und das Ganze ist weniger eine moralische Frage oder philosophische Frage, sondern eine Frage der praktischen Rechtsfolgen. Es ist auch nicht richtig, dass zum Beispiel nur Personenvereinigungen rechtsfähig sind. Wir kennen auch rechtsfähige Stiftungen. Und beispielsweise haben die Gerichte auch einmal festgestellt, dass aufgrund komplizierter rechtshistorischer Vorgänge der Kölner Dom, also eine Sache, rechtsfähig ist, eine juristische Person ist. Also, es wäre nicht undenkbar, auch eine Sache wie beispielsweise einen Roboter mit Rechtsfähigkeit auszustatten. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll? Um des Roboters Willens tun wir es sicherlich nicht. Wenn wir uns jetzt fragen, ob das sinnvoll sein kann, muss man natürlich konkrete Fälle anschauen. Und schon in der Entschließung des Europäischen Parlaments kommt zum Ausdruck, es geht in erster Linie um Haftungsfragen. Beispielsweise also um die Frage, was passiert, wenn ein autonomer Pkw versagt und dadurch ein Unfall entsteht. Solche Fälle kommen auch heute schon vor. Es gibt zwar noch keine autonom fahrenden Autos, aber es gibt schon Autos mit automatischen Bremssystemen. Und Fall 1 auf dem Arbeitsblatt, das für heute abrufbar war, zeigt so einen Fall. Da hat ein automatisches Bremssystem wegen einer Fehlleistung seiner KI-gesteuerten Automatik gebremst, wo das nicht nötig war, und es kam zu einem Auffahrunfall. Über die Frage, wer dafür aus welchen Gründen einstehen sollte, ist noch einiges mehr zu sagen. Wir werden auf diesen Fall und auf alle Fälle, die ich jetzt bespreche, noch zurückkommen. Für heute soll die Feststellung genügen, dass das Auto selbst als juristische Person dafür haften sollte, ist wenig sinnvoll. Das könnte überhaupt nur einen positiven Effekt haben, wenn das Auto mit Kapital ausgestattet wäre. Wo soll das herkommen? Wenn, müsste es der Eigner oder allenfalls der Hersteller aufbringen. Der Sache nach würden dann also doch wieder Menschen haften, wenn auch beschränkt. Eine solche beschränkte Haftung kann man aber auf anderen Wege herbeiführen. Zum Beispiel kann man eine Gefährdungshaftung einführen, die nach oben gedeckelt ist. Dafür braucht es keine juristische Person. Das kompliziert die Sache nur. Also um der Haftung willen, um der Geschädigten willen in solchen Fällen der deliktischen Schädigung wird man das nicht brauchen. Darüber sind sich die meisten auch einig. Das heißt, die Einführung einer E-Person, die wirklich selbst für Schäden einstehen könnte, wäre sicherlich nur durch den Gesetzgeber möglich, und es besteht weitgehende Einigkeit, obwohl das Europäische Parlament sowas gefordert hat, dass das letztlich nicht sinnvoll ist. Mehr Anhänger hat die Vorstellung einer Teilrechtsfähigkeit, die im Ergebnis nicht dazu führen soll, dass die E-Person selber haftet, sondern nur, dass sie zu dem Zweck als Person angesehen wird, damit letztlich ein anderer haften kann. Schauen wir uns dazu die Fälle Nummer 2 und 3 auf dem Arbeitsblatt an. In Fall 2 geht es um einen autonomen Kühlschrank, auch sowas existiert schon, also einen Kühlschrank, der selbstständig nach bestimmten Vorgaben Lebensmittel bestellt. Der Fall ist nun so gebaut, dass der Kühlschrank eine Sache bestellt, einen Zierkürbis, den man nicht essen kann, den also der Eigentümer nicht brauchen kann. Die Frage ist, jetzt muss der Eigentümer zahlen. Wenn man so will, ist das ein Fall des Irrtumsrechts. Manche sagen, wenn man das autonome System als selbstständig handelnde Person anerkennt, könnte man in diesem Fall sagen, das autonome System hat seinen Eigentümer vertreten. Also der Kühlschrank wäre Vertreter des Geschäftsherrn. Damit alleine ist aber noch nicht viel gewonnen. Wir wüssten dann, dass nach 166 BGB für die Frage eines Irrtums es auf den Vertreter ankommt. Was soll das aber in unserem Fall eigentlich heißen? Es kommt auf den Vertreter an, dann käme es also auf einen Irrtum der künstlichen Intelligenz an. Dann müsste man untersuchen, ob Wille und Erklärung bei der künstlichen Intelligenz auseinandergefallen sind. Das ist eine ganz sinnlose Frage, denn die künstliche Intelligenz hat keinen eigenen Willen. Daraus könnte man die Konsequenz ziehen, die Anfechtung ist eben unmöglich, und das finden manche vielleicht richtig. Dann müsste man aber weiter fragen, wenn das ein Fall der Stellvertretung ist, hat nicht die künstliche Intelligenz vielleicht ihre Vollmacht überschritten, ihre Vertretungsmacht überschritten, wenn sie etwas bestellt, was der Eigentümer des Kühlschranks sich nicht vorgestellt hat. Und dann kommen wir in sehr eigenartige Fragen, wie die Fragen, ist eigentlich dieser Vertreter durch Innen- oder Außenvollmacht bevollmächtigt und dergleichen mehr. Auch hier glaube ich, die Lage
verkompliziert sich nur, der Lösung kommen wir keinen Schritt näher. Die Fragen lassen sich alle auch dann stellen, wenn wir, so wie das bislang der herrschenden Meinung entspricht, die Erklärung des Kühlschranks als eine von seinem Eigentümer und Betreiber ausgelöste Erklärung ansehen und uns fragen, ob diese Erklärung denn angefochten werden kann. Im dritten Fall geht es um einen Roboter als Erfüllungsgehilfen, also ein Pflegeroboter ist im Altenheim eingesetzt. Sowas ist ja in der Corona-Zeit durchaus vorstellbar und beschädigt nun eine Vase, die einem Heimbewohner gehört. Auch hier könnte man wieder fragen, muss der Roboter oder sein Hersteller selber dafür haften? Dafür geht dasselbe wie eben beim Auto. Der Roboter als E-Person müsste mit Kapital ausgestattet werden. Wo soll das herkommen? Wer garantiert, dass es ausreicht für den Schaden? Da gibt es sicherlich einfachere Lösungen. Viele sagen aber, wenn wir den Roboter als Menschen anerkennen, als Person, dann könnten wir in diesem Fall § 278 BGB anwenden. Könnten also sagen, für sein Fehlverhalten haftet der Geschäftsherr, also hier der Altenheimbetreiber, unbedingt, ohne dass es auf sein Verschulden ankommt. Das ist der Bereich, in dem man noch am ehesten darüber nachdenken kann, ob es sinnvoll ist, eine begrenzte Analogie zu tatsächlichen Personen zu ziehen. Man könnte das auch möglicherweise ohne gesetzliche Anordnung tun. Man könnte also 276 auf solche autonome, 278 BGB, 278 BGB auf solche autonom handelnden Systeme analog anwenden. Ob das wirklich richtig ist, da bin ich mir auch nicht sicher. Das Problem, dass viele Arbeiten nicht von menschlichen Gehilfen erledigt werden, sondern von Maschinen, dass man nicht wissen kann, nicht ausschließen kann, dass solche Maschinen auch einmal fehlerhaft arbeiten, gab es durchaus schon zur Zeit des BGB. Genau genommen gab es da Maschinen, die sehr viel fehleranfälliger waren, als es künstliche Intelligenzen je sein werden. Und ob es wirklich richtig ist, aus Anlass der Einführung künstlicher Intelligenz da einen neuen Schritt zu tun, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es geht zwar um eine neue Technik, die aus bestimmten Gründen in anderer Weise unvorhersehbar ist als frühere Techniken, aber technische Geräte, von denen man nicht sicher wissen kann, auch bei aller Sorgfalt nicht sicher wissen kann, ob sie im Einzelfall funktionieren werden oder ob es nicht doch zu einem Fehler kommt und vielleicht zu Schädigungen, gab es auch schon früher. Und die Entscheidung des BGB-Gesetzgebers ist, dass es auf das Verschulden dessen ankommt, der die Maschinen einsetzt, und nicht, dass wie bei menschlichen Erfüllungsgehilfen ein unbedingtes Einstehen erforderlich ist. Wenn man das ändern will, gibt es auch hier das Modell der Gefährdungshaftung für eine Vermenschlichung oder Personalisierung der künstlichen Intelligenz oder des autonomen Systems, des Roboters, sehe ich auch hier keinen Bedarf. Deshalb bleibt es für mich beim Fazit, dass die Idee, aus Robotern E-Personen zu machen, eine Schnapsidee ist. Ohnehin, wenn es darum geht, sie in vollem Umfang zu juristischen Personen zu machen, aber auch dann, wenn es darum geht, sie begrenzt, zum Beispiel für die Anwendung von § 164, 166 BGB oder § 278 BGB, wie Personen, wie rechtsfähige Gebilde zu behandeln. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den digitalen Rechtsgütern. Lasst ein Like und ein Abo da.